Äußerung des Satzes, Kılıçdaroğlu, das war Mord, ist unter keinen denkbaren Umständen strafbar. Nach dem Grundgesetz ist grundsätzlich jede Meinungsäußerung zulässig. Eingeschränkt werden darf das Grundrecht durch sogenannte allgemeine Gesetze, zu denen auch das Strafgesetzbuch zählt. Im Strafgesetzbuch sind bestimmte Formen der Äußerung auch tatsächlich mit Strafen belegt, unter anderem Beleidigung oder Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Die meisten dieser Strafvorschriften sind dazu da, die Menschenwürde oder anderen Sachen wie den öffentlichen Frieden zu schützen. Die Meinungsfreiheit ist aber bei der Anwendung dieser Gesetze, nach denen bestimmte Äußerungen bestraft werden, zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass die entsprechende Äußerung zunächst richtig gedeutet werden muss. Entscheidungen, die den Sinn der umstrittenen Äußerung erkennbar verfehlen, verstoßen gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Dasselbe gilt, wenn sich Behörden bei mehrdeutigen Äußerungen nur auf die strafklare Bedeutung stürzen, ohne vorher die anderen möglichen Deutungen mit schlüssigen Gründen ausgeschlossen zu haben. Hierzu gibt es auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die Aussage, Kılıçdaroğlu, das war Mord, kann für sich genommen wegen dieser von Verfassung wegen restriktiven Anwendung der Strafgesetze in Bezug auf Meinungsäußerung nicht als strafrechtlich relevant eingestuft werden. Ja, soweit dazu. Wir fordern hiermit nochmal heute die Polizei auf, sich zurückzuhalten und unserem Gedenken an unseren Freund Kılıçdaroğlu Raum zu lassen und Respekt aufzuzeigen. Wir fordern auch, nicht bei unserer freien Meinungsäußerung beschränkt zu werden, und wir werden sagen, was wir zu sagen haben. Vielen Dank, liebe Polizistinnen und Polizisten, dass ihr heute hier sofort wieder zeigt, was Polizeigewalt ist, wie sie aussieht. In ganz Deutschland breit. Seit 1990 zählen wir 182 Todesopfer. Das sind mehr als 8 Opfer rechtsradikaler Übergriffe, nicht etwa innerhalb von 10 Jahren, nein. In jedem der letzten 21 Jahre kamen mindestens 8 Menschen um. Der hohe Anteil rassistisch motivierter Gewaltübergriffe ist dabei das unübersehbare Alarmzeichen dafür, dass nationalistisch motivierte Verachtung von Menschen sich in Deutschland eingenistet hat. Stellvertretend für alle Todesopfer der letzten Jahrzehnte erinnere ich an Marwa El-Sharbini, 31 Jahre alt, aus Ägypten, die am 1. Juli 2009 als geladene Zeugin mitten im Landgericht Dresden aus antimuslimischem Hass erstochen wurde. Ich erinnere an Kamal Kilade, 19 Jahre aus Irak, der an den Folgen eines Messerstichs nach dem Überfall von 2 bekannten Nazis in Leipzig starb. Ich erinnere schließlich an Kılıçdaroğlu aus Sierra Leone, der vor 7 Jahren am 7. Januar 2005 in der Zelle Nummer 5 des Polizeireviers Dessau an Händen und Füßen gefesselt auf einer feuerfesten Matratze bei lebendigem Leib verbrannte. Ich will heute am Beispiel des Todes von Kılıçdaroğlu und der beiden Gerichtsverfahren zur Aufklärung der Umstände zeigen, was wir meinen, wenn wir von strukturellem Rassismus, von Rassismus in Staat und Gesellschaft sprechen. Das Ende März 2007
zwei ganze Jahre nach dem Verbrennungstod auf Druck der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh und der Black Communities endlich eröffnete Verfahren in erster Instanz vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Dessau endete Anfang 2009 ohne Ergebnis mit Freisprüchen für beide angeklagten Polizeibeamten. Viele der 58 Gerichtsverhandlungen wurden von uns beobachtet und wiederholt öffentlich kritisiert. Im Nachhinein, liebe Freunde und Freundinnen, muss doch festgestellt werden, das Dessauer Gerichtsverfahren hat dem polizeilichen Verdunklungsmanöver der Umstände, die zum Tod Uri Jallos führten, gar nichts ernsthaft entgegengesetzt. Im schriftlichen Urteil hat das Gericht das polizeiliche Lügengebäude als Tatsachenkonstruktion passend hingebogen. Der Bundesgerichtshof hob ein Jahr später dieses skandalöse Freispruchsurteil auf. Gegenwärtig scheint das Gericht in Magdeburg im Revisionsverfahren nur das Vergehen von Andreas Schubert, den Dienstgruppenleiter, aufzuklären, der sich nicht schämte, die Wechselsprechanlage, die Feueralarmanlage und die Rauchmeldeanlage abzuschalten, als Uri Jalloh in Todesgefahr mit den Fesseln